أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. Sagst du ja, dass Imam Nawawi gesagt hat, dass... Die Geschwister bitte etwas Ruhe bis zum Gebet. Dass durch den Tawhid die Sünden vergeben werden könnten. Sind damit doch die großen Sünden gemeint, oder? Der Bruder sagt, du sagtest doch, dass Imam An-Nawawi rahimullah ta'ala sagte, dass die Sünden vergeben werden können. Sind damit auch die großen Sünden gemeint? Hören wir uns die Ayah an. Allah Azza wa Jal sagt in Surat An-Nisa, Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah wird niemals vergeben, dass ihm andere Götter zur Seite gestellt werden. Aber alles, was darunter ist, sind die großen Sünden unter dem Schirk? Das Klauen, ist das unter dem Schirk? Das Alkoholtrinken, ist das unter dem Schirk? Die Sinner, ist das unter dem Schirk? Das Glücksspiel unter dem Schirk? Aber alles, was darunter ist, vergibt er, wem er will. Das heißt, du bist unter Mashiyat Allah, unter dem Willen von Allah subhanahu wa ta'ala. Mafhum? Und Allah kann dir das praktisch, wenn er will, subhanahu, vergeben, ohne dass du dafür bereut hast. Das meint Imam An-Nawawi. Das heißt nicht, dass wir nicht bereuen sollen. Na'am?